Das Team von Daniel Müller startet schon um 4:30 auf den Berg. Spätestens bis zur Dämmerung wollen sie an der Beobachtungsstelle sein. Oben angekommen heißt es, leise sein. Also jetzt müssen wir uns fertig machen, dann gehen wir ein bisschen ums Eck. Die Hänge unterhalb des Karkopfs im Lattengebirge bieten der Gams einen vielseitigen Lebensraum. Doch ob die Beobachter hier Kitze, Geißen und Böcke sehen werden, liegt zum einen am Zufall, aber auch am geschulten Auge und einem Wärmebildfernglas. 1, 2, 3, 4, 5, 4. Siehst du es in den Felsen, in den Bändern oben? Über den Großkegel, oder? Allein im Forstbetrieb Berchtesgaden machen 15 Teams beim Gamswildmonitoring an verschiedenen Berghängen mit. Es geht darum, dass wir schauen, wie viel Gams sehen wir am gleichen Fleck zur gleichen Jahreszeit wiederholt. Und es gibt viele Einflussfaktoren, die dazu führen, dass die Gams mal hier stehen oder im Nachbartal oder ums Eck rum. Und wir zählen und dokumentieren, was wir sehen und können so in einer langen Zeitreihe Rückschlüsse ziehen, wie sich der Bestand verändert. Um möglichst viel Transparenz zu schaffen, laden die Staatsforsten Vertreter der Hochwildhegegemeinschaft, der Jagdbehörden und des Jagdverbands zur Gamszählung ein. Also für mich ist das eine vertrauensbildende Maßnahme, weil immer Diskrepanzen bestehen, ob uns die Staatsforsten schon das sagen, wie es eigentlich ausschaut vor Ort, also ob die Population wirklich auch gesichert ist. Und ich denke, das ist auch bei uns jetzt da relativ vorbildlich, dass wir da mit einbezogen werden in diese Gamszählung. Um 6:30 stehen schon 34 Sichtungen auf der Liste. Jetzt beginnt auch der aktive Teil des Tages. 4, 5, 6, 7, 8. Die Gams sind die Perlen der Alpen oder die Perlen der Berge. So hat man das immer bezeichnet. Und das geht mir auch so, das empfinde ich auch so, wenn man das eine Schalgams sieht. Das ist schon was Außergewöhnliches. Nach rund 2 Stunden Beobachten sammeln die beiden auf dem Rückweg ihren Kollegen ein. Wir haben viele gesehen. Und Sie? 25 Stück insgesamt. 25? Die Bilanz von 2 Berghängen, 72 Gams. Hauptsächlich Geißen, Jungtiere und ein paar Böcke. Zusammen mit den Ergebnissen der anderen Teams im Forstbetrieb Berchtesgaden ist es ein erster Schritt hin zu mehr Professionalität und Transparenz in der Diskussion um die Gamsbestände in den Bayerischen Alpen.